Hi! Mensch, ihr auch hier? Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich das allererste Mal einen Powerloop ausführen. Und ich nehme euch mit, also viel Spaß mit dem Video. Ich werde mich erstmal ein bisschen einfliegen und erstmal einen Powerloop so üben. Also erstmal ohne ein Hindernis. Schauen wir erstmal, wo wir uns hier befinden. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ich habe mir überlegt, dass ich quasi hier, also hier stehe ich ja, dass ich hier an der Stelle quasi den Powerloop übe. Doch wie funktioniert ein Powerloop? Du fliegst als allererstes ganz normal geradeaus, hast Geschwindigkeit aufgebaut und möchtest dann den Powerloop starten. Dann gibst du Gas, also gibst Throttle, damit du aufsteigst. Danach ziehst du den Pitchstick langsam nach hinten, damit deine Drohne sich nach hinten neigt. Und sobald du kopfüber bist mit der Drohne, nimmst du das Gas komplett weg und ziehst den Pitchstick aber immer noch weiter ganz entspannt nach hinten. Dadurch dreht sich die Drohne langsam weiter. Im richtigen Moment gibst du dann also wieder Throttle, um die Drohne vor dem Aufprall auf dem Boden abzufangen. Okay, also es fühlt sich tatsächlich ähnlich an wie im Simulator, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gestern einen Simulator geübt und dachte, okay, es fühlt sich so ein bisschen, dass man, wenn man sich dreht, fühlt man sich so ein bisschen komisch irgendwie. Ich hatte jetzt, wie gesagt, überlegt, dass ich hier durchfliege. Ich nehme erstmal hier die große Ecke quasi und dann gehe ich vielleicht rüber zu der kleineren, also der kleineren Lücke zwischen den Bäumen und fliege dann quasi wieder hoch. Das ist doch ein Plan, oder? Ich muss mich halt langsam drehen. Wenn die Drohne sich langsam dreht in dem Looping, dann ist es, glaube ich, besser. Ich check's nochmal. Oh, damn. Das war jetzt ein bisschen fail, aber zumindest ist sie runtergekommen. Ich such sie mal schnell. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die Drohne ist echt noch heil. Sie hat sich nur ein bisschen mit ein bisschen Gras irgendwie zusammen getan. Okay, alles gut soweit, nichts passiert, wirklich war echt Glück. Also es ist echt ein hoher Baum, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber es ist schon der höchste, in den ich reingekracht bin. Das waren doch also noch mal ein paar coole Powerloops zum Schluss. Okay, was ist nun abschließend mein Fazit zum Powerloop? An sich ein richtig cooler und spaßiger Move. Also den kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, den mal zu machen. Trainiert natürlich vorher im Simulator, ist natürlich klar. Das mache ich eigentlich bei allen Sachen vorher. Und dann ist es ganz cool. Sucht euch auf jeden Fall auch einen coolen, ruhigen Spot, wo ihr das üben könnt und wo es vielleicht nicht so schlimm ist, wenn die Drohne mal im Baum landet. Aber wie gesagt, zum Glück wirklich, also noch mal die Nazgul Evoque. Wirklich ein Biest, also wirklich im Baum gekracht, nichts kaputt gegangen. Gut, die Propeller sind ein bisschen blessiert, aber die tausche ich sowieso dann aus. Also das wäre sowieso jetzt demnächst mal wieder dran gewesen. Von daher alles gut. Ja,
Das ist auf jeden Fall mein Fazit dazu. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Tricks oder Moves ich demnächst machen soll. Und dann würde ich mich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.